Es ist besser, große Dinge zu wagen, große Triumphe zu feiern, auch wenn es auf dem Weg zu Fehlschlägen kommt, als sich in die Reihe der schlichten Geister einzuordnen, die weder viel Freude noch viel Leid erfahren, weil sie in der Grauzone leben, in der es weder Sieg noch Niederlage gibt. Gewinner klammern nicht. Sie halten sich nicht krampfhaft an einer Situation fest, die sie nicht befriedigt. Sie können ein Risiko eingehen, weil sie wissen, dass alles besser ist als eine unbefriedigende Minimalexistenz. Armut bedeutet für die meisten Menschen in Europa nicht Hunger zu leiden, sondern einen stumpfsinnigen Alltag zu leben. Es ist ein großer Unterschied, ob sie spielen, um nicht zu verlieren, oder ob sie spielen, um zu gewinnen. Wer bemüht ist, nur nicht zu verlieren, konzentriert sich auf die Risiken und die Gefahren. Wer auf Sieg setzt, hat eher die Möglichkeit des Siegens vor Augen. Was glauben Sie, wer von beiden fühlt sich wohl glücklicher? Was würden Sie davon halten, ein Buch über das Leben einer Muschel zu lesen? Klappe auf, Klappe zu, Klappe auf, Klappe zu, Klappe auf, Klappe zu, Klappe auf, Klappe zu. Treffen Sie also Entscheidungen. Ein Mensch, der keine Entscheidung treffen kann, verliert Vertrauen in sich selbst. Abgesehen davon, dass es gar nicht möglich ist, keine Entscheidung zu treffen. Auch wenn Sie sich nicht entschieden haben, haben Sie sich entschieden. Sie haben dann gewählt, dass alles so bleibt wie bisher. Oder Sie haben die Unentschiedenheit gewählt. Und dieser Zustand kostet enorm viel Energie. Er belastet. Sie sind nicht frei und Sie können sich nicht frei bewegen. Warum tun sich eigentlich viele so schwer, eine Entscheidung zu treffen? Aus Angst vor einer falschen Entscheidung. Dabei gibt es ja so etwas gar nicht. Denn mit der Entscheidung haben Sie ja eine Alternative abgewählt. Sie werden darum nie wissen, wie Ihr Leben verlaufen wäre, wenn Sie sich anders entschieden hätten. Nachdem Sie eine Zeit lang nachgedacht haben, ist jede Entscheidung darum besser als gar keine Entscheidung. Ein zweiter Grund, warum Entscheidungen so schwer fallen, ist die Illusion, dass es leicht und ohne Schmerz gehen müsse. Die ideale Entscheidung scheint die zu sein, die sich geradezu aufdrängt. Oft neigen Menschen darum dazu zu warten, bis nur noch eine Alternative übrig geblieben ist, weil die andere an Attraktivität verloren hat. Wir übersehen dabei, dass es sich dann eigentlich gar nicht mehr um eine wirkliche Entscheidung handelt. Das ist dann nämlich keine Wahl mehr, sondern hat eher Fluchtcharakter. Erst wenn Sie beide Alternativen würdigen, hat die Wahl wirklich Kraft. Je mehr Sie die nicht gewählte Alternative würdigen, obwohl Sie diese nicht gewählt haben, umso mehr adeln Sie die Alternative, die Sie gewählt haben.